in the city. To mogłoby być męczące. Nie, mnie nie kręci w sumie. Tam dziewczyny mają piszczeć i tak dalej. Nie kręci mnie to. Raczej chodzi o muzykę, o dopracowane utwory. Wtedy bym był zadowolony, jakby wszystko było dopięte na ostatni guzik. I przede wszystkim własne kawałki. Za dużo błąd za czasami z improwizacji. To by było sukcesem, jakbym zagrał solówkę, która mi się mi samemu podoba. Entweder ein Tourbus durch die Gegend fahren und total erfolgreicher abgefuckter Rocker sein. Oder Investmentbanker. Ich möchte auf jeden Fall Erfolg haben. In dem, was ich dann mache. Nieźle, jak na pierwszy koncert, super, jestem zadowolony. Habe ich mir gedacht, wenn jetzt was falsch läuft, dann improvisieren wir einfach und dann klappt es auch noch. Und da muss ich jetzt mal arroganterweise wirklich sagen, dass ich das so erwartet habe. Ich weiß, meine Hoffnungen und meine Erwartungen können nur mit harter Arbeit erfüllt werden, also ja, erzielt werden. Und die Frage ist, ob ihr Mitglied so es sieht. Und das kann ich nicht beantworten, leider. Aber ich habe das Gefühl, nicht jeder ist genauso wie ich zum Beispiel motiviert und sieht das nicht genauso wie ich. Zwischen Slubica-Auftritt und Sommerfest war nicht so viel Probe. Aber es lag einfach daran, dass wir alle keine Zeit hatten. Es war einfach terminlich blöd. Also das Sommerfest selber. Und das ist dann halt der Moment, wo Uni einfach wichtiger ist und Funkinik hinten ansteht. Gerade in der letzten Zeit waren dann eben Nils und Hodge weniger da. Verständlich, aber sie waren halt nicht da und es störte und dann halt war ein bisschen schwierig. Und jetzt haben wir eben
die Konzerte gemacht und uns danach nochmal getroffen, um zu reden. Einfach nochmal, was machen wir mit der Band, was stellen wir uns vor? Da kam ungefähr das raus, was ich vorhin erzählt habe, also spielen, spielen, spielen und so. Da hatten wir das erste Mal so richtig so einen Abend, wo wir, also so als Band, es waren alle da, alle haben gequatscht, alle haben Bier getrunken und geraucht oder wirklich. Und da war dann mal so eine ernsthafte Stille, so, wo man alles gesagt wurde und dann, ja, das war nicht gut so und das nicht. Und jeder konnte mal was sagen und dann war irgendwie dann, also mein Gefühl hinterher, ach schön, jetzt habe ich das mal gesagt. Gut, jetzt ist alles wieder gut. Weil das ist blöd so von einem Konzert so, wenn ich den Eindruck habe, das passt jetzt nicht so, dann mache ich das nicht vor dem Konzert. No, zmiany są już wprowadzane. Mirek przychodzi do zespołu. Graliśmy razem parę razy. Bardzo dobry gitarzysta. Świetny. Będzie się nadał. To mam nadzieję, że pójdzie to wszystko do przodu i będziemy więcej koncertów grać. I rozkręci się po prostu. Aber die Zukunft von Funklinik ist dadurch geprägt, dass wir die Studenten von uns Bachelorstudenten sind. Und das Problem ist halt, die Verweildauer hier am Ort ist relativ gering. Mein Auslandssemester wird im Wintersemester 2008 sein. So, da ist dann gleich das nächste Problem, was Funklinik haben wird, dass ich dann weg bin. Und jeder entwickelt sich in seinem Bereich irgendwie weiter. Und wir sind halt nicht primär Musiker, sondern Studenten. Und müssen halt das alles irgendwie unter einen Hut kriegen. So, aber wenn das Studium uns jetzt ins Ausland zum Beispiel verschlägt, dann ja, ist das ärgerlich, aber wir können es nicht ändern. Weil ich möchte beides machen. Die Musik vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür ist der Weg der Musik auch ein bisschen schwieriger, ein bisschen gefährlicher, weil wie schnell geht das, dass man dann wieder plötzlich ohne alles auf der Straße steht? Szczerze mówiąc, nie sięgam tak daleko. Staram się nie myśleć o tym, bo jak ma być tak jak teraz, to wolałbym, by było, no, by zespół się rozwinął, jak nie ten, to może, nie wiem, grać gdzieś profesjonalnie po prostu, nie błąkać się po mostach.